Schuss aus, Herr Becker, aufhören! Mensch, Becker, manchmal frage ich mich wirklich, was da in Ihrem gehörnten Schädel so vor sich geht. Wen interessiert es, wenn uniformierte Schwule in einem eigenen Schützenverein den erstkonservativen Vogel abschießen? Ob die Burschen eine Brüderschaft oder die Brüder eine Burschenschaft gründen, das geht mir persönlich komplett am Gesäß vorbei. Das ist schließlich ein gesetzlich verbrieftes Grundrecht. Jedem Meier seinen Verein. Und ob da jetzt der Meier mit der Meierin oder der Meier mit dem Meier im Verein rummeiert, ist doch wirklich nebensächlich für eine gelungene Vereinsmeierei. Hauptsache, es handelt sich nicht um einen Bundesliga-Verein. Weil das geht nämlich gar nicht. Schwule Bundesliga-Fußballer. Was meinen Sie, was da los wäre, wenn sich so ein Berufskicker öffentlich zu seiner Homosexualität bekennen würde? Da würden die wilden Horden in den Fankurven völlig ausflippen und dem Mann das Leben auf dem Spielfeld zur absoluten Hölle machen. Schwule Sau, schwule Sau. Jedes Spiel ein 90 Minuten langer Spießrutenlauf vor den hasserfüllten Augen der gröhlenden Hooligan-Meute. Auf der Straße nach Auschwitz liegt eine tote Schwuchtel. Dieses rassistische Dreckspack hat ja schon Probleme, sich mit dem stetig wachsenden Ausländer- und Migrantenanteil in ihren Vereinen abzufinden. Da sind die in einem echten Dilemma, nicht? Die würden ja so gerne Ausländer rausbrüllen. Aber wenn die Ausländer das wirklich nehmen würden, dann stünden am Ende nur noch drei Mann auf dem Platz. Der Zeugwart, der Masseur und ein einziger rein arischer Kicker, der im Tor steht und von den beiden anderen warm geschossen wird. Kleiner homosexueller Witz am Rande. Zugeben, nicht alle Fußball-Hooligans sind Rassisten. Genauso wenig wie alle Homosexuellen schwul sind. Das sind ganz üble Vorurteile, die vom Deutschen Fußballbund und den Vereinen mit aller Schärfe zurückgewiesen werden. Die deutschen Fußballplätze ein Tummelplatz für Rechtsradikale? Das will doch keiner, weder sehen noch wahrhaben. Außer den Mitgliedern der NPD, die seit Jahren versuchen, die Hooligan-Szene systematisch zu unterwandern. Und die dürfen das auch, weil sie nicht verboten sind. Die haben zwar ziemlich verbotene Ansichten, aber die haben andere auch. Zum Beispiel der Vorsitzende der grenzenlos-liberalen Partei Deutschlands, Philipp Rösler. Der hat jetzt verhindert, dass die Bundesregierung einen eigenen NPD-Verbotsantrag in Karlsruhe stellt. Weil, so der Quassel Philipp wörtlich, Dummheit kann man nicht verbieten. Also, mein lieber Herr Rösler, man weiß zwar nicht genau, wie viele vom Staat bezahlte V-Leute als Spitzenfunktionäre in dieser Partei ihr Unwesen treiben. Und man weiß auch nicht genau, wie hoch die Summe wirklich ist, die der Staat der NPD in den braunen Hintern schiebt. Aber eines dürfte inzwischen jedem klar sein. Dumm, dumm sind die Mitglieder der NPD auf jeden Fall nicht. Ganz im Gegenteil. Die sind intelligent organisiert und auf hohem Niveau vernetzt. Und außerdem verstoßen die gegen das Gesetz. Die verbreiten rassistische Propaganda, die leugnen den Holocaust und die haben intensive Verbindungen zu den kriminellen Vereinigungen im neonazistischen Rechtsextremismus. Man könnte inzwischen ganze Bibliotheken füllen mit all den Büchern, Artikeln und Dokumentationen, die zweifelsfrei nachweisen, dass ein direkter Weg führt aus den Parteibüros der NPD mitten hinein in die rechtsterroristische Szene. All die Morde, die schweren Körperverletzungen, die tagtäglich fremdenfeindlichen Übergriffe, die so alltäglich geworden sind, dass sie schon gar nicht mehr in die Schlagzeilen schaffen. All diese Exzesse rechtsradikaler Kriminalität kommen aus dem gleichen braunen Sumpf, in dem auch die NPD zu Hause ist. Und zwar vom gepflegten Scheitel bis zur Springerstiefelsohle. Aber wenn man dem Rösler glaubt, dann sind das alle nur dumme Jungs, die nur das machen, was so dumme Jungs eben machen, nicht? Dummheiten. Wie? Da ist jemand einfach so hingerichtet worden? Och, zu dumm. Da ist ein anderer beim Reinigen einer ausländerfreien Zone zum Krüppel geschlagen worden. Och, dümmer geht's nimmer. Da werden Wohnungen angezündet, Geschäfte verwüstet, autonome Zentren terrorisiert. Ah, tut uns leid, dumm gelaufen. Mensch, Rösler, gerade Sie, der für viele Migranten hierzulande ein Vorbild ist. Wie können Sie es wagen, im Zusammenhang mit der NPD und Ihren Sympathisanten von Dummheit zu sprechen? Fahren Sie doch mal im Sommer mit dem Fahrrad ohne Leibwächter und inkognito durch die Gegenden Deutschlands, in denen die NPD in den Dorfgemeinschaften und Kommunalparlamenten fest verankert ist. Und sollten Sie unbeschädigt an Leib und Seele von Ihrer Reise durch die ausländerfreien Zonen zurückkommen, dann sind Sie vielleicht schlauer. Natürlich darf man den Mitgliedern dieser Dreckspartei keine zusätzliche öffentliche Bühne bieten. Und es ist auch richtig, dass eine demokratische Gesellschaft mit der Existenz einer rechtsradikalen Partei leben kann und leben muss. Aber die Vorstellung, dass die NPD ihre rassistische Propaganda ganz legal mit Steuergeldern finanziert, ist einfach unerträglich. Und wenn ein Verbotsantrag... Wenn,
Und wenn ein Verbotsantrag der einzige Weg ist, diese Finanzierung zu stoppen, dann muss dieser Verbotsantrag eben gestellt werden. Mag sein, dass man die Dummheit nicht verbieten kann, aber zumindest muss man ihre Verbreitung nicht auch noch finanziell unterstützen. Darum geht es, nicht um mehr und nicht um weniger.